Jungs, das muss ich jetzt einfach filmen. Es ist 23.16 Uhr. Ich bin komplett am Arsch, der Tag war so anstrengend. Ich habe heute schon alles gemacht. Ein InScope-Video, ein InScope-Lifestyle-Video gedreht, war im Gym. Und wir müssen jetzt gleich 3 Stunden nach Köln fahren. Und dann morgen um 8 Uhr auf der FIBO sein. Ey, Alter, ich war gerade hier auf dieser Toilette, da drüben, und ich habe mal so einen Horrorfilm gesehen und da wurde so eine Tuss entführt auf so einer Toilette. Ich hatte gerade so Paranoia, Alter, weil einfach niemand auf dieser scheiß Toilette war. Viel, viel zu spät, viel zu müde, wir haben noch 52 Minuten Fahrt. Machst du Tagebucheintrag. Alter, Juch, Mann. Sobald irgendeine Kamera wieder in die Hosentasche gesteckt wird und irgendeine Aufnahme beendet wird, stellt sich Nico immer die eine Frage in den letzten 3 Monaten. Aber wirklich jedes Mal. Ich hätte gerade mein linkes Ei darauf verwetten können, dass die Frage gleich wieder stellt. Ich habe die Kamera ausgemacht und was? Dann kommt Nico. Ey Mann, wieso bin ich so fett? Jo, ich bin jetzt ein bisschen mit den Kalorien runtergegangen, Leute. Macht euch keinen Kopf, Alter. Immer noch fett. Ja, okay, schauen wir mal, wie lange du noch fett bist. Aber schau mal, Rick Ross ist doch auch cool mit seinen Bitch-Tits. 7 Uhr morgens. Wahrscheinlich vlogt Tim gerade auch, oder? Ich bin übel müde. Marcel macht sich hier was zum Essen. Marcel hat mir jetzt gerade gesagt, dass er ausgeschlafen ist. Ja, aber der hat davor noch 3-4 Stunden gepennt. Oder 2, meine ich. Nee, Alter, Marcel braucht maximal 3 Stunden Schlaf, Alter. Manchmal pennt er auch nur 10 Minuten. Ich hab einen Start. Wir gehen jetzt gleich los zu FIBO. Im Hintergrund habe ich noch den... Prison! Prison! Komm her, my boy! Komm her, du Mr. Mapunda, my boy! Alles klar, Digga. Wir werden jetzt gleich... Also, wir müssen dort sein um... Moment. Um 8.45 Uhr müssen wir dort sein, gell? Es ist 8.33 Uhr und Tim ist immer noch nicht fertig. Here we go, guys! Ey. Come on, Nico, show them games. So, Leute, wir sind hier auf dem Parkplatz von der FIBO. Und du bist fett und groß und aus Platin. Bei ihm läuft's mal, Aga. Tragfläche 10.000 Kilogramm oder 107 Personen. Was ist das für ein Aufzug, Alter? Richtig geiles Wetter, hier ist Cologne, ja. Ist schon eine nice View. Oh, da ist in Ordnung lassen. Ja. FIBO! Ja, Leute, wir sind jetzt auf der FIBO. Ja, das Ding ist auf jeden Fall schon mal folgendes. Wir sind jetzt hier da, aber das Problem, das ich schon wieder erkannt habe, ich bin jetzt halt hier gewesen, habe schon wieder alle anderen gesehen, wie die übelste Muskeln am Start haben, gell? Und dann fühle ich mich halt direkt wieder wie der übelste Lappen, Alter. Das ist halt eigentlich echt unfair, Mann. Ich frage mich, wann das Jahr kommt. Da waren wir letztes Jahr die ganze Zeit, gell? Alter. Jo, ey, mich juckt's gar nicht, Jungs. Ja, mal richtig räudig, Alter. Scheiße, sieht das gleich aus. Was geht's? Was geht, Leute? Herzlich willkommen auf der FIBO 2015. Was geht? Und alles schon ordentlich, was los? Und bei Jay kommt geile Musik. Digga, willst du jetzt irgendwelche Greetings raushauen? Wenn du jetzt schon mal da. Hau doch auch mal ein paar Grüße raus. Ich grüße. Alles klar, danke. Ja, danke. Leute, macht's gut, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich bin's Tim. Ich bin natürlich komplett am Arsch. Nee, ich bin echt komplett am Arsch. Bin krank. Boah, lass mal aufs Ohr. Nach oben da, wenn es sich gefallen hat. Jetzt werden die Tage alle Vlogs von der FIBO kommen. Sorry, dass sie so ein bisschen verletzt kommen. Aber ich konnte dort echt nichts schneiden, nichts hochladen, leider. Aber ich denke mal, das passt soweit. Das heißt, wir sehen uns auf jeden Fall übermorgen im nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da und schaut beim letzten Video vorbei. Ciao, ciao, Leute.